Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing. Heute packen wir mal das Xiaomi Mi Band aus. Was alles im Lieferumfang ist und was meine ersten Eindrücke zu dem Gerät sind, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Hier haben wir es, also das Xiaomi Mi Band. Sehr lange habe ich darauf gewartet, jetzt fast 2 Wochen. Also lang ist es jetzt nicht für ein Paket. Die Apple Watch Fälschung hier hat knapp 6 Wochen gebraucht. Aber für mich ist es schon lang, weil ich normalerweise bei Amazon Prime bestelle und da das Teil immer einen Tag danach da ist. Aber jetzt ist es sogar noch früher gekommen als erwartet. Ich bin jetzt hier gerade zur Haustür reingekommen, weil ich im Urlaub war. Und dann war dieses Teil da. Ich freue mich schon ganz schön. Ich hoffe auch, dass es ein echtes ist. Ihr braucht jetzt auch nicht denken, dass ich die Apple Watch hier in den Ruhestand schicke. Nee, das wird neben der Apple Watch noch sein. Ich habe es hauptsächlich zu einem günstigen Preis, weil das waren, glaube ich, 15 Euro. Deshalb habe ich es gekauft, weil 25 wären mir jetzt, also zu teuer ist es nicht, aber für so ein Band, weil eigentlich die Apple Watch auch Fitness hat. Aber ich habe mir gedacht, für ein Unboxing und ein Review ist es ganz gut und dass ich auch mal so den kompletten Tag über das habe, weil wenn ich in der Schule bin, habe ich das nicht an. Also die Watch habe ich nicht an und das habe ich einfach den ganzen Tag an. Aber jetzt reden wir auch schon lange, nicht mehr lange, um den heißen Brei herum und holen wir mal mein übergroßes Unboxing-Messer raus. Ich habe mir nämlich schon einen Mi-Account kreiert, da habe ich ungefähr eine halbe Stunde dran gesessen, weil das meine Nummer nicht erkannt hat und was weiß ich. Aber jetzt habe ich mir einen noch kreiert und jetzt habe ich mir gedacht, packen wir das hier mal aus. Wir haben ja erstmal schön das Mi-Logo. Ich hoffe, wie gesagt, dass es ein originales ist, weil auch Fälschungen im Umlauf sind. Hier hinten stehen nochmal ein paar Sachen auf Chinesisch drauf. Ich ratsche jetzt mal an der Seite rein, dass wir das Ganze auch noch schön öffnen können. Und trotz, dass das Ganze 15 Euro kostet, ist die Verpackung wirklich sehr, sehr schön in so Holzlook gehalten, wie beim Samsung Galaxy S3 Mini und S4 Mini. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es kommt nicht raus. Es bleibt drinnen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil bei der Apple-Verpackung haben wir genau 7 Sekunden Zeit bei den neuen, dass die Spannung anscheinend steigen soll. Also 7 Sekunden dauert es, bis es runtergeht. Und hier muss man sich erstmal noch abkrampfen. Hier hat man dann hier so eine schön gepolsterte Innenseite. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Verpackung, wie gesagt, für knapp 15 Euro. Und dann haben wir hier auch schon das Hauptteil des Mi-Bands, den Sensor. Den holen wir aber dann gleich noch raus. Hier haben wir das Armband. Das ist ein Original. Es ist ein Original. Yay! Designed by Xiaomi. Das ist dieses Armband. Da gibt es noch verschiedene. Ich werde mir wahrscheinlich noch so ein 10er-Pack von denen kaufen. In allen verschiedenen Farben. Auch ein grünes, dass es zur Apple Watch passt. Und ja, jetzt heben wir das mal wieder hoch. Und ziehen das hier mal hoch. Hier ist nämlich das Ladekabel für das Ganze. Da steckt man das einfach rein. Anscheinend soll das, glaube ich, einen Monat oder so halten. Bin ich auf alle Fälle gespannt. Wie gesagt, Review gibt es noch dazu. Dann haben wir hier noch die Bedienungsanleitung. Da steht alles Mögliche drin, wie er das aktiviert und so weiter. Aber ich würde es einfach mal sagen. Also als erster Eindruck könnten wir ja mal das Ganze hier rausholen. Und... Gut, also die Verpackung sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Gefällt mir wirklich super gut. Vor allem auch hier innen ist es so schön gepolstert. Und in diesem Holzlook, das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Gut, hier haben wir also den Sensor. Den machen wir, glaube ich, mal gleich in das Armband rein. Geschafft, Leute. Ich habe jetzt nochmal die Anleitung angeschaut. Jetzt würde ich ja einfach mal mein iPhone noch kurz holen und das Ganze hier verbinden. Muss man das Ganze irgendwie aktivieren? Ich bin jetzt schon mal gespannt, ob wie das Ganze hier geht. Also, wir ziehen jetzt hier erstmal noch kurz die Apple Watch aus. Also, neben der Unboxing gibt es auch mal einen First
Look und ziehen das Ganze hier mal an. So, also ich sehe ganz oft relativ viele Leute mit diesem Ding rumrennen und jetzt habe ich mir gedacht, bestelle ich mir das auch mal. Jetzt habe ich sie gerade an. Ich schaue mal, ob das schon aktiviert ist oder ob man da gleich noch müsste eigentlich mit Bluetooth verbinden. Ich schaue mal, beziehungsweise ich gehe mal in die App rein. Ich habe hier nämlich schon die MiFit App und ich hoffe, dass das Ganze geht. Beziehungsweise ich würde es, glaube ich, mal ganz kurz noch in jetzt soll ich das Ding wieder aufmachen. Ich ziehe es nochmal kurz ab. Ich prepare ein Mi-Band. Searching for Band. Gerade, ich habe es jetzt eingerichtet, es war dann schon noch ein bisschen umständlicher, weil es sich irgendwie nicht gefunden hat und dann musste ich es noch aufladen, aber jetzt ist es eingerichtet, ich kann es perfekt benutzen. Ich habe jetzt auch schon den Alarm eingestellt, wenn mich jemand anruft, vibriert ist und jetzt probieren wir das Ganze mal neben der Apple Watch. Ich werde nämlich beides gleichzeitig immer tragen, ja, muss ich mal noch schauen, aber so erster Eindruck, es ist übel leicht. Also man spürt es kaum. Ich habe jetzt hier überhaupt nicht, ich spüre eigentlich nichts. Wenn ich das jetzt hier nicht sehen würde, würde ich nicht merken, dass ich so eine Mi-Band anhabe. Ist auf alle Fälle cool. Aber wie gesagt, was genaueres gibt es dann noch im Review. Aber ja, vielen Dank fürs Freunde zusehen. Ist auf alle Fälle ein cooles Band. Hat sich gelohnt, die 15 Euro dafür auszugeben. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich über Feedback in den Kommentaren freuen und über via Like-Button. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. I didn't think we could fall in love.